Liebe Annette, ich habe heute einen ganz besonderen Auftrag, denn ich bin hier bei euch bei den Propsteier Korntagen. Das heißt, hier in der Propstei stehen 18 Strohfiguren an verschiedenen Stellen und ihr als Dorfgemeinschaft habt die erstellt? Wir haben eine von denen erstellt. Genau. Und das ist diese hier. Das ist eine Kuh, ein Schwein, eine Ziege und ein Hahn. Und ein Hahn. Gleich an die Bremer Stadtmusikanten angelehnt. Also wir versuchen das immer mit einer lustigen Idee zu untermalen. Und das waren halt die Passader Dorfmusikanten. Und ich darf dir heute helfen, tatsächlich. Ja, sehr gut. Das ist eine ganz besondere Ehre. Ja. Und ich freue mich sehr, weil ich wollte das schon immer mal machen. Sehr gut. Dann haben wir heute gerade an dieser Figur was auszubessern. Und zwar müssen wir der Kuh den Schwanz etwas ausbessern. Und ja. Das ist auch für Anfänger ein leichtes zu tun. Ja, deswegen würde ich dich dann mal bitten, dass du da mal mit in die Knie gehst. Ja. Den Draht dazu, das so zum Wickeln. Also kannst du erst, nimmst du das und wickelst das, einfach befestigst das etwas. Ah ja, guck mal, der Profi. So, und jetzt kannst du anfangen, falls du schon mal irgendwie eine Erntekrone gebastelt hast oder nein, sowas, dann aber kannst du anfangen zu wickeln. Zu wickeln. Und wie entstehen die Ideen für diese Figuren? Die entstehen, dass wir haben natürlich eine Gruppe, das kann man ja nur in einer Gruppe zusammen erstellen und die... Gibst du mir noch? Ja, Entschuldigung, ja, ich passe nicht auf hier. Nee, du musst hier ein bisschen multitasking sein. Ja, ich merke das schon, ja. Genau. Dass wir dann uns im Februar des Jahres ungefähr treffen, dann ausdiskutieren, mehrheitlich beschließen, was wollen wir. Jeder hat sich im Laufe des Jahres so Gedanken gemacht. Mhm. Und wir haben vor allen Dingen auch immer wieder neue Ideen, beziehungsweise bitten wir auch immer neue Leute dazu und habt ihr Lust mitzumachen. Einige scheuen sich ein bisschen vielleicht davor, weil sie sagen, muss so perfekt sein, das ist es gar nicht. Wir sind froh über jeden, der Lust hat mitzumachen. Ja, sieht man, so perfekt muss es nicht sein? Ja, das müssen wir nachher noch ein bisschen ausbessern. Das kann ich vielleicht sagen, das wird noch ein bisschen abgeschnitten. Und, insofern ist jeder auch fürs erste Mal gut dran beteiligt. Ja, vielen Dank. Und sag mal, woher bekommt ihr das ganze Stroh? Wir haben immer freundliche Bauern im Dorf, dies haben wir jetzt von einer Freundin bekommen, dieses Stroh, keine Bäuerin, aber die uns dann das spenden sozusagen. Und jetzt sprühen wir? Bitte gerne das Schwein. Das Rosa. Also ihr macht das für die ganzen Besucher auch immer wieder schön. Wir möchten das natürlich auch, wir freuen uns natürlich selbst auch an dem, wenn es so perfekt wie möglich ist. Ne? Also Simone, ich zeige dir nochmal, wo wir die Stempel haben, beziehungsweise die Stempelkarten. Ja. Das ist die Karte, die du mit allen teilnehmenden Dörfern versehen, wo du dir einen Stempel abholen kannst, zu sagen, den habe ich besichtigt. Und diese Karte berechtigt dich hinterher an einem Wettbewerb oder an einer Verlosung teilzunehmen. Die Propsteier Korntage sind ja noch viel, viel mehr als die Strohfiguren. Ja. Es gibt hier ganz viele Veranstaltungen. Ja, in der Zeit vom 22. Juli bis 20. August finden die Propsteier Korntage statt. Und die Veranstaltungen sind Betriebsführungen, Führung im Rosengarten Stoltenberg, Kutschfahrten, also alles Dinge, die Propstei näher bringen und auf dem Wege auch du die Strohfiguren begucken kannst. Mein Ziel für heute, die Strohfiguren angucken mit dem Fahrrad. Das Wetter hält sich. Sehr gut, ja. Viel Spaß dabei. Vielen Dank, Annette. Gerne.